Und zum Tagesordnungspunkt 87, der Nachwahl eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Mit Ablauf des 31. Oktober 2021 hat Frau Wissler auf ihr Mandat als Abgeordnete des Hessischen Landtags verzichtet. Deswegen ist ebenfalls die Nachwahl eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss erforderlich. Nach dem gleichen Paragraphen, wie geht's eben, müssen wir als Landtag diese wählen. Die Fraktion der Linke schlägt mit der Drucksache 6655 Frau Kula als weiteres stellvertretendes Mitglied vor. Auch hier wird der Wahl durch Handzeichen nicht widersprochen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 6655 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist ebenfalls das gesamte Haus. Damit ist Frau Kula als stellvertretendes Mitglied des Hauptausschusses gewählt.